Wie unerwartet eine Rallye ablaufen kann, zeigen diese Bilder. Meistens allerdings fahren alle in die gleiche Richtung und das ziemlich schnell. Chris Nissen ist der Volkswagen Motorsportdirektor und darf bei der Dakar nichts dem Zufall überlassen. Ich bin da, um mit meiner Mannschaft ein richtig gutes Auto hinzustellen und alles zu organisieren. Und das ist nicht wenig. Das ganze Jahr über wird geplant, geschraubt und getestet. Dabei muss Nissen immer die Sicherheit seiner Piloten und Co-Piloten bedenken. Ein harter Job. Die Verantwortung bringt Stress mit sich. Und auch wenn der Teamchef nach außen immer freundlich wirkt, seine Piloten wissen genau, dass er Topleistungen will. Natürlich ist er ein harter Bursche, er ist der härteste. Er will so unbedingt gewinnen und da wird einem klar, dass es dieser Enthusiasmus zum Sieg ist, der die Härte ausmacht. Chris Nissen macht hinter den Kulissen also auch mal mächtig Druck, aber der Erfolg gibt ihm recht. Doppelsieg bei der Dakar 2009, die Fahrer wissen, wem sie das auch zu verdanken haben. Er will wirklich das Beste für uns und er will das Beste für Volkswagen. Und das ist etwas, ja, das muss man schon bewundern. Und dann muss man im Kopf behalten, dass auch wenn er einen gerade hart rannimmt und unnachgiebig ist, er wirklich an die Marke denkt. Und darum sind wir alle hier. Er hat ein gutes Herz. Hart, aber herzlich also, der Sportdirektor des Volkswagen Motorsportteams. Es könnte schlimmer kommen. Und ein bisschen Härte gehört im Profisport doch ohnehin dazu. Denn es gibt nichts, was so anstrengend, so schwierig ist wie die Dakar. Deswegen sind wir sehr stolz auf den Doppelsieg 2009 und 2010 werden wir alles dran setzen, nochmal zu gewinnen. Nissen, der 1988 einen Feuerunfall in einem Gruppe-C-Rennwagen im japanischen Fuji überlebte, kennt sich bestens aus im Motorsport. Er kennt den Druck und er kann damit umgehen. Der richtige Mann für den Job, auch beim wohl extremsten Rennen der Welt.